Nach einer unruhigen Nacht kommt beim Frühstück das Gesprächsthema des letzten Abends nochmal auf. Konnten die dunklen Wolken vorbeiziehen? Wir haben am Aperitivo haben wir natürlich auch Pläne geschmiedet. Also kommt das zu den 1000 Millionen Punkten, die wir uns schon vorgenommen haben, was wir alles noch machen können. Für mich war es dann einfach so, es ging dann zu schnell oder zu viele Ziele, die man sich vorgenommen hat. Ja, das müssen wir noch machen oder das könnten wir noch machen. Du hast da schon viel vorgelegt. Nach dem Aperitivo haben wir uns beide einfach zurückgezogen und haben gesagt, komm, lass uns mal eine Runde spazieren gehen. Da war es tatsächlich so, dass Morten das angesprochen hat, ja, dass ihn die Situation vielleicht in dem Moment so ein bisschen überfrachtet hat. Dass er auch gemerkt hat, dass ich vielleicht ein bisschen weiter mit meinen Gefühlen bin oder war. Und ihn das unter Druck gesetzt hat, weil bei ihm vielleicht noch keine Raupis im Bauch waren. Dann habe ich so ein schlechtes Gefühl. Sie, bei ihr tanzen die Gefühle die ganze Zeit Samba und bei mir sind sie noch ja, langsam Walzer unterwegs. Natürlich ist es in dem Moment für mich ein bisschen schwierig, weil ich darüber nachdenke, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt gar nichts mehr sagen? Weil dann wäre ich wieder nicht ich. Ja, wie gehen wir künftig dann damit um? Wie hast du denn überhaupt geschlafen? Weil darüber haben wir gesprochen. Nee, das stimmt. Nach der ganzen Zeit, nach der anstrengenden Anfangsphase, habe ich doch gestern wie ein Stein geschlafen. Und der Schlaf hat gut getan. Das habe ich gemerkt, dass du wie ein Stein geschlafen hast. Ja, ich lag noch ein bisschen wach. Wo wir nachher abends im Bett lagen, wurde sie dann wirklich sehr ruhig und sehr nachdenklich. Und dann habe ich halt gemerkt, dass da irgendwas ist. Und ja, dann habe ich sie auch noch mal kurz darauf angesprochen, ob alles gut ist. Dann meinte sie, nee, ja, aber mir rattert halt im Moment alles. Und dann meinte sie, ja, wenn du reden willst, dann komm immer zu mir, sag Bescheid. Das sind jetzt auch natürlich auch Sachen, das muss man auch erstmal sacken lassen. Mhm. Und auch, ja, wenn wir über Sachen sprechen, dann möchte ich dann auch natürlich darüber nachdenken, so, ne, was du mir da auch gesagt hast. Mhm. Ob das Pläne-Schmieden ihm Angst gemacht hat, an sich glaube ich nicht, aber das, was er daraus interpretiert hat, nämlich, dass ich schon Pläne schmiede, weil ich weiter mit meinen Gefühlen bin. Und wenn sich da bei einem selber nichts tun, das, glaube ich mal, hat ihn mehr Angst gemacht bzw. unter Druck gesetzt, dass er sagt, oh Gott, die ist so weit und schmiedet schon Pläne und bei mir tut sich noch gar nichts. Aber da braucht er sich keine Sorgen machen. Ich fand es gestern gut, dass du, so wie wir uns das vorgenommen haben, offen und ehrlich bist und wenn irgendwas ist, auch Sachen ansprichst. Und nicht einfach sagst, oh Gott, jetzt haben wir Flitterwochen, jetzt müssen wir so tun, als sind wir happy und verliebt. Weil, Friede, Freude, ja. Genau, wir lernen uns gerade kennen und ich rechne dir das auch hoch an und auch die Art und Weise, so wie ich es mir gewünscht habe, immer mit Respekt, immer mit Wertschätzung, aber auch Sachen anzusprechen, ist auch wichtig, dass wir uns kennenlernen, aber auch, dass wir uns beide auch dann wohlfühlen. Richtig. Und deshalb viel kommunizieren. Und manchmal Kopf einfach rattern lassen. Aber ich habe trotzdem gut geschlafen. Du und dein Kopfkino. Doch, alles gut. Komm. Nach jedem Regen kommt auch wieder Sonnenschein.